Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles mit Horst und Mathilde. Hallo. So, wir haben jetzt mal den Server ein bisschen durchlaufen lassen, damit die Sklaven auch ein bisschen fertig werden. Und dann ist unser Essen gerade schlecht geworden. Darum baue ich gerade nochmal eine Futterkrippe für uns. In der Hoffnung, dass das restliche Fleisch, was wir haben, dann nicht so schnell schlecht wird. Galt das auch für die Fleischsuppe? Oder Schleimsuppe, wie sie hieß? Wahrscheinlich. Ich hau sie mal mit rein und dann sehen wir es, ja. Ich habe gerade geguckt, wo wir hin wollten. Wir wollten ja mal wegen Frostwölfchen und so gucken. Und ich hatte mir das hier aufgeschrieben. Das hatte uns nämlich Ulrich mitgeteilt, wo wir die finden. Und zwar finden wir die bei E8. Da ist wohl ein schmales Gebäude. An dem müssen wir links vorbei. Und, warte, rechte, oh Gott, jetzt kann ich das in meiner Schrift hier nicht mehr lesen. Achso, da sind zwei nördliche Pfeiler und wir müssen den rechten erklimmen. Und östlich davon ist die Tundra, da finden wir Wildschweine. Außenseite ist immer das, was man lesen kann, ne? Nee, andersrum. Ja, ich glaube auch so. Der macht das aber mittig vom Gestein. Ist das normal? Nö, eigentlich nicht. Mach mal rein. Ach, das ist ein Tor. Weil es ein Tor ist? Keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Tor gebaut. Dann ist das jetzt für uns beide eine Premiere. Dreh dich nochmal. Dreh dich nochmal. Da, ich will. Warte, ich will zugucken. Wo bist du, Heinrich? Ah, da. Ah, da war's wieder. Doofe. Ja. So will ich bauen. Kannst du das überhaupt sehen? Nee, ne? Auf deinem Bildschirm nicht, ne? Nee, ich gucke bei dir auf dem Bildschirm. Ja, das macht er mittig vom Gestein. Ich baue das jetzt. Punkt. Oh. Das ist ja hoch. Oh. Das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus. Also wir brauchen eine Rampe für den Eingang, finde ich. Aber das ist ja gigantomanisch. Oh. Wir bauen nur ein Tor. Ja. Und ich habe mir überlegt, komm mal her. Komm mal her. Hm. Kommst du. Ja, ich trinke noch einen Schluck Kapo. Ich komme ja schon. Ich bin ja schon fast da. Ich habe jetzt hier angefangen, noch ein paar Bodenfliesen zu verteilen. Dass wir hier das sozusagen noch auffüllen. Da unten können wir dann ja Steinpfeiler noch oder Ziegelpfeiler hinmachen. Dass wir hier dann in die Ecke deinen Turm bauen können, wo wir dann auch den Kartenraum rein. Den Kartenraumturm. Obwohl ich nicht Carsten ganz verstanden habe. Aber irgendwie hat das geschrieben und gelöst. Vielleicht war ich auch da, als ich das gelesen habe, ein bisschen zu blöd mit Dreiecken quasi zu lösen. Das müsste man sich wahrscheinlich einfach mal so gucken. Wir werden da schon irgendwas so recht friemeln. Mit Sandstein kann man ja mal so eine Ebene testen. Dann weiß man das ja mal. Aber das Tor ist mir zu groß. Also. Oh, ich habe eine Idee. Mhm. Aber nee, ist zu klein dafür. Scheiße. Aber nee, aber ja, aber nein, aber doch. Ja, aber nee. Was wollen wir jetzt machen überhaupt? Du willst jetzt Kundschaften oder was? Ja, könnten wir. Wir könnten da gucken. E8, geh mal auf deine Karte, bitte. Ja. Und zwar das, was ich schon meinte, dass wir da so nach Osten so ein bisschen gehen. E8. Siehst du da diese zwei kleinen Tümpelchen? Ja, und E8 ist da drüber, wo muss man... Genau, das ist da drüber. Und da gibt es wohl irgendwie die Frostwölfchen. Und da wollten wir ja vielleicht sowieso uns hin erkunden. Ja, also können wir machen. Der ja, Schmied also braucht noch Nahkämpfer. Aber es wurde ja schon gesagt, dass bei den Nahkämpfern, das wollte ich eigentlich auch kommentieren, aber ich habe es mich nicht getraut zu schreiben, ist es ein bisschen rassistisch, wenn es nach der Rasse geht, wie stark die Leute sind, oder? Das ist aber jetzt nicht, das ist jetzt aber im Spiel, dass jetzt hier wahrscheinlich hier ein chemetischer, stärker ist Kämpfer als mein Horst.
Was immer der war. Horst, was warst du denn nochmal? Dafari warst du, ne? Der stygische Bogenschütze hat eine Platte. Auf dem Kopf? Jo. Oh, und ich sollte noch ein paar Pfeile mitnehmen. Mein chimetischer Kämpfer hat ein Iro. Oder so. Das ist jetzt mein Irokese. Und hat ein Schwert dabei. Oh, das kann ich nicht aussprechen. Stygisches Chepesh? Keine Ahnung, klingonisch. Du hast 4500 Lebenspunkte. Und du? Oh, ja. Ach, komm. Komm her, Iro. Hi, Horst. Iro. Mach mir gerade noch ein paar Pfeile, die ich mitnehme. Iro, du musst mal die Tür schließen. Nicht, dass Horst uns hört, ne? Dass du jetzt hier mein neuer Liebling bist. Dann ist Horst eifersüchtig. Erst muss er sich behaupten. Na gut, erst muss ich behaupten, Iro. Haben wir keine Rüstung mehr für Iro? Stimmt. Musst du gucken. Vielleicht fällt mir für Iro noch ein besserer Name ein. Hier, der kriegt erstmal die Reliquienklamotten hier. Kriegt aber keinen Helm. Was bringt denn das hier überhaupt? Rüstungswert 20 zu Rüstungswert gar nicht da. Na, die Hose ist fast kaputt. Egal. Die Kleidung wollen wir jetzt gar nicht aufheben. Ah, das sind die ehemaligen Horst-Klamotten. Ach, du hast einen Bogenschütze, Level 2. Okay. Ja. Joa. Okay. Ach, ich sehe gerade, ich habe noch 23 Fleisch im Gepäck, also bei mir in der Leiste gezogen und nochmal 20 im Inventar. Hier, warte mal, bleib stehen. Dann brauche ich den nicht hochtragen. Hier ja, dann gib mir das. Da hast du 20 Fleisch. So, vielleicht sollte ich noch was. Ich guck nochmal, was ich an Heilzeug mitnehmen kann. Nicht, dass Carsten wieder einen Anfall kriegt. Ja. Das wollen wir nicht. Okay. Vor allem, ich muss noch eine Tore bauen, ne? Das ist ja nur der Rahmen. Und Rampen. Wir brauchen drei Rampen. Ja, dann lass uns erkunden! Auf in den Osten! Kudo. Ah, ein Kudu greift mich an. Nein. Es hört auch gar nicht auf zu laufen. Ich bin schneller. Ich will ihn nicht töten, weil ich sein Fleisch nicht verbrauche. Bis ich das mitgenommen habe oder so, ist das schon vergammelt. Das ist natürlich zu schade. Gammelfleisch-Party ist ja immer eine Ü30-Party. Also brauchen wir das nicht. Weil wir noch nicht Ü30 sind. Das wissen doch die Leute nicht. Ich bin noch Anfang 19 oder so. Ich bin 19,5. Und du bist doch erst 18 geworden. Ja, deswegen, ich darf das Spiel gerade so erst spielen. Das ist dein erstes Spiel ab 18, ne? Genau. Auf was schießt du denn, du Idiot? Ja, der hat auf den Skorpion geschossen. Nee, also bei mir hat er sich da irgendwie in die andere Richtung geschossen. Oh, großer Skorpion. Keine Ahnung, wie stark er ist. Ich lauf einfach weg. Ich bin ein mutiger He-Man. Oder auch nicht. Okay. Ja.
Jetzt müssen wir gegen den großen Skorpion kämpfen. Ja, gegen so einen haben wir ja schon mehrfach Glück. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Der Fahrrad-Typ braucht 20 Minuten zum Waffenwechsel. Hast du den Skorpion gerade zerhackt oder haben wir ihn zerhackt? Ja. Okay. Ein bisschen Chitinen kann man ja mal mitnehmen. Und Wunsekret. Genau. Neben dem Lauf nochmal einen Stick reinballern. Was ist das? Ist das eine Steinmaus? Was ist das denn? Das ist doch keine Steinnase. Was bist du? Ich finde das als Steinnase. Oder sowas ähnliches. Aua. Du bist aber hässlich. Das ist auf jeden Fall was anderes. Das hat einen Totenkopf. Ja, aber ich piek's im Popo und dann geht das schon. Der weiß auch gar nicht, wo er hinschlagen soll. Oh, doch, jetzt schon. Also, den haben wir aber gut gemeistert. Warte. Dämonenblut bringt er. Ich habe den Kopf einer Bosskreatur. Das war eine Bosskreatur? Ein Steinnasenkönig. Ja, guck mal, der hatte doch einen Totenkopf. Hast du den Totenkopf nicht gesehen? Nö. So ein Steinnasenkönig. Ja, bei mir aus wie eher wie eine Missgeburt, aber. Ich finde Steinnase. Fingerzahnfels. Hm. Was machst du da? Ich hocke. Das ist eine richtig große Steinnase. Sand unterspülter Platz. Willst du gegen den auch kämpfen? Ach du heiliges. Also ich würde sagen, das ist eine Bosskreatur. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns einen anderen Durchgang. Würde ich auch mal so sagen. Er hat bestimmt mindestens 3 Totenköpfe. Der braucht keine Totenköpfe. Der ist einfach so ein Motherfucker. Ach Mist. Was ist denn Kätzchen? Hallo? Hat sie jetzt auch mal mitgekriegt, dass wir wieder zu Hause sind? Ja. Ja, Katze, beide Hände sind beschäftigt. Es tut mir leid. Brr. Ich finde das fies, diese Riesensteinnase sieht man so gar nicht aus der Entfernung. Nee. Es ist allerdings auch dunkel. Naja, ich meine ja, in der Dunkelheit halt, ne? Am Tag würdest du den sehen. Das ist gefährlich. Sagen wir gehen hier erstmal geradeaus bis zu der Oase. Nur. Ja, hier kommen ja bestimmt gleich wieder 5 Steinnasen hoch. Nee, Skorpione. Da sind auf jeden Fall auch Menschen. So.
bist du denn? Ich bin weitergelaufen. Mal Licht an. Ich war doch vor dir. Ach, da oben. Wie bist du da denn hingekommen? Joa. Ih, Schlange! Das ist eine richtig große, fette Kobra. Fick dich. Ich hab hier nur eine kleine, aber die hat mich vergiftet. Ich mach mal den Indiana Jones und sag einfach mal, fick dich. Schlangengiftdrüse. Und hier sind einige Schlangen. Ja, ich glaube, ich sollte mal meinen Tempel wieder bauen. Oh, Skorpion. Ah, dich kenne ich doch. Hi. Hi. Da oben sind Menschen. Wollen wir die uns anschauen? Jetzt schon? Ich hätte ja, wissen wir auch nicht. Können uns die Menschen auf dem Rückweg ja... Okay. Lass mal weiter gucken wollen, was da ist. Aber wir müssen uns jetzt auch nach links irgendwie wenden. Ach, Coco! Und ein Riesen-Nashorn gegenüber. Kurz was trinken. Ja, das mache ich auch. Hast du den Coco entkrokot? Ich habe ihn getötet. Wollen wir links oder rechts dran vorbei? Hm. Dann gehe ich links. Würde ich auch sagen. Oh, da ist ein Tempel. Oder wollen wir uns die Menschen doch vielleicht jetzt angucken? Wir wissen, was für ein Tempel das ist. Ja, vielleicht kann man da was lernen. Da wird ein Tempel erbaut quasi. Wollen wir es als friedlich versuchen und einfach hingehen ohne Waffe? Oder wollen wir gleich Waffe ziehen? Wir können es ja mal versuchen. Wir gehen ja einfach hin, einfach mal hin. Und wenn sie gemein zu uns sind, dann sind wir gemein. Aurelias Hoffnung. Da steht ein Bein, guck mal. Soll das der Yay! Koloss von Rodders werden? Ich kann Pickaxen bauen. Hallo? Wer seid ihr so? Mitra. Anhänger Mitras. Bist du nicht auch Mitra? Ja, hallo Leute, seid ihr nett? Hallo. Oh, hier kannst ja, du hier mit der Dante kannst du reden, ja. Blessings of Mitra upon you, Pilgrim. Are you come to this land to seek atonement ja, for the bei Mitra of your past lernen. Life? Perhaps not. Akolyt erlernt. No. You have the haunted look of one who seeks dominion or escape or both. Those paths are dead ends, Pilgrim. The path of Mitra is the one true path. Once, I was deaf to the words of the divine, Pilgrim. Like you, I wandered aimless. But Mitra chose me. Dich werde ich noch irgendwann... Offered me a purpose. Ne? I did not understand. Kommst doch zu mir. Willst du irgendwann nochmal auserwählen, ja? Du soll dann bei mir... Aber ich habe ja noch keinen Tempel. Ne, ich brauche auch nochmal einen neuen. Weil wir brauchen ja ein komplettes neues Tempelviertel. Ja, ja. Was bist du? Zimmermann. Ist da oben irgendwas Cooles? Ja, das wollte ich auch schon gerade gucken. Aber dann renn du mal hoch. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und das wird bestimmt auch. Oh, hier sind auf jeden Fall Geister. Geister, dann komme ich mit. Also das haben sie wahrscheinlich dann nicht fertig gebaut, die Leute hier. Die scheinen ja gerade am Bauen zu sein. Aber wieso gibt es denn hier schon Geister? Kann man... Ich überlege gerade, ob man in die Füße reinspringen kann. Das lädt so ein, ne? Beschreibung. Diese verfluchte Hexe. Fleisch verdirbt hier schneller, als ein Chemit aus der Schlacht fliehen kann. Meine Suche nach der Essenz des reinen Aromas hat mich hierher geführt. Aber ich fürchte, in diesem Glutofen komme ich nicht weiter. Das wenige, das ich gelernt habe, steht auf der Rückseite dieses Tagebuchs. Einige Dinge sind nützlicher. Das Einzige, was ich da drin sehe, ist irgendwie ein Grashalm oder sowas, eine Pflanze. Ja, das würde ich auch wann anders ausprobieren, aber es reizt einen ganz schön, da reinzuspringen.
weil da kommst du ja gar nicht mehr raus. Ja, das ist es. Ja, du kannst das Armband noch abnehmen. Du könntest höchstens gucken, dass du hochkletterst. Oh, hier. Nervt ja. So. Sieht aber schick aus hier. Lag da hinter dem Tempel noch was? Hast du hinterm Tempel? Nee, da liegt noch was. Okay. Ansonsten kann ich hier noch irgendwas platzieren oder so. Nö. Hier irgendwas. Feuerchen. Nö. Nur den? Hm. Quasi zu dieser riesigen Tempelanlage, ja? Mhm. Was ist denn gerade? Fuck! Alter! Was ist denn? Riesenschlange! Anaconda oder sowas! Wo bist du? Ich komme zu dir. Du bist da oben. Wie im Film. Ich trau mich nicht anzugreifen. Bam bam. Fick die Schlange. Fick dich. Ah gut, das ist jetzt nicht so geilste Waffe dafür. Aua. Nimm das. Tot. Neue Stufe. Heute Messer, heute Messer, heute Messer. Gibt's Dämonenblut. Yeah. Und Reptilienhaut. Und ich habe irgendwie eine Schlangendrüse. Waren deine Schlangen auch vorhin so riesig? Nein. Aber es war keine Bossschlange. Es waren kleine Kobras. Weil das war noch. Die aus dem Film war fetter damals. Wahrscheinlich ja. Konnten sie die nicht anders herstellen. Die Maschine. Maschinenschlange. Oh, hier stehen noch die Gerüste. Mhm. Oh, Baby Nashorn. Mitnehmen? Hier ein. Nee, lass erstmal. Wir wollen ja lieber die Wölfe mitnehmen, oder? Okay, tschüss, Nashorn. Oh, ich hatte einen Typ gesehen. Ich hatte einen Typ gesehen. Typ-Attacke! Dreckiger Archer. Aber Stufe 3. Also es soll irgendwo ein längliches Gebäude geben. Der Bau. Bam, bam, bam. Okay. Sieht das schlacht bei uns ein bisschen durch, oder? Sieht aber ein bisschen altbacken aus. Wann haben die den gebaut? Vor 100 Jahren oder was? Jo. Nach einer frischen Baustelle sieht's nicht aus. Attacke! Iro! Aua. Achtung, da kommt noch mehr. Ah. Ui! Da kommt irgendein Taskmaster von hinten. Was ist das denn? Okay, ist ein toter Taskmaster. Was ist denn ein... Ob man den Taskmaster hätte eine Task kriegen können? Eine Taskbar oder so, keine Ahnung. Was der kann. Wenn ihr es wisst, was der kann oder was das ist, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Das scheint eine Arena oder so zu sein. Ich leih mir mal sein Herz. Mach mal. Oh. Gebt alle Herzen für mich. Brauchst du noch ein paar Ärmchen? Gerade nicht, danke. Na.
Eine doofe Frage nebenbei. Konnte man nicht irgendwie blocken? Oder habe ich es einfach verlernt? Schon. Ich habe schon ewig nicht mehr geblocken müssen. Ein Typ, neuen Helm. Cool. Hm? Oh, der hat wirklich einen coolen Helm. Ein Hyänenschädelhelm ist das. Wollen wir hochgehen oder weiter unten gucken? Mal ganz kurz. Blocken, linke STRG oder was? Aber bei STRG macht er mit der Waffe nämlich einen Powerschlag. Also bei mir ist, da hebe ich den Schild hoch. Na gut, dann kann ich nur blocken, wenn ich ein Schild habe wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weil ich also wollen wir unten lang oder oben lang? Ja, gehen wir nach oben. Da ist irgendein komisches Viech, das da in der Arena steht. Das sieht irgendwie nach zwei Viecher aus. Dann lassen wir nach oben. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, bevor die Elvia spawnen. Oh, hier ist die Kiste. Okay. Nur eine? Okay, dann guck ich mir die anderen Typen doch mal an. Wollte ich mal gucken, ob die friedlich sind? Lock doch mal die Dame am Feuer an. Gerber Stufe 3 ist da. Ja, kriegen wir jetzt nicht ausgenockt. So viel war es mit Anlocken. Oh oh, ein Viech, das da in der Mitte war, hat uns gesehen. Drei Viecher. So, wir waren jetzt unserer. Ich weiß nicht, was das ist. Ich komm da aber nicht drauf. Gut, ich geh. Nee, Junge! Okay. Jetzt müssen wir mal handeln. Das sind Hyänenwölfe oder sowas. Und der hat einen Totenkopf. Willkommen in der Totenkopfwelt. Warum rennst du mir? Hallo, ich komme zu dir. Ich gehe mal lieber zum anderen, der. Hi. Warum sind meine ganzen Aloe Vera-Tränke weg? Oh mein Gott. Ach, ich hatte nur einen dabei. Ich dachte, das wären 8. Scheiße. Du. Ja, das war natürlich gekonnt, Heinrich. Ihr kriegt das schon ohne mich hin, ne? Das ist wahrscheinlich gegen Schnittwunden. Ich schieße auch. Oh, warte mal. Jetzt mache ich, ja, mach mit mal. Der Picke oder was hast du gemacht? Axt? Im Kopf. Axt. Kopf 8 kriegen, muss ja eine Boss-Kreatur gewesen sein hier. Leider nein. Schade. Oh, hier sind noch Leute. Wieder ein Taskmaster. Boah. Hast du noch Aloe Vera Tränke dabei oder so? 6.
Ich hab 0. Warte, jetzt habe ich alle weggeworfen. Ah, die glitschen hier rum. So, jetzt liegen noch 3 da. Vielen Dank. Ich muss mal gerade ein bisschen Müll transferieren. Geht auch fast kaputt. Ah, mein Kumpel ist auch schon fast hin, ne? Ja, das sind noch mehr von diesen komischen Hyänen-Wölfen. Die rennen hier überall. Ja. Ah, ich glaube, hier vorne ist irgendwo ein Eingang oder so, ne? Hier oben könnte wahrscheinlich eine Kiste sein, so wie es aufgebaut ist. Und 3 Leute, 4 Leute. Ah. Gut, wollen wir weiter erkunden und da geht's irgendwie, weiß ich nicht, da könntest du irgendwo reingehen da hinten. Da ist nämlich noch so ein... Ja, komm, ich hau ab. Oder willst du kämpfen? Das war mal ja so links lang laufen. Ach, scheiße. Ich würde sagen, selber Weg wieder raus oder so. Okay. Also wir kriegen sie gewuppt, aber da braucht man mehr Heilung. Laufen wir mal an diesem Gebäude links entlang. Weil bevor die wieder alle spawnen, dachte ich mir mal über taktischen Rückzug. So, was haben wir denn da? Oh, Schlangen! Ja, Riesenschlange! Ui! Ah, leicht vergiftet. Ich glaube, so langsam an den Gegner macht das mal Sinn mit dem mein Tempel wieder mit dem Gegengift. Ih, so sieht die Schlange aus. Ih, Schlange. Da steht so ein Hyänenwolf davor. Also einen kriegen wir ja weg. Versuchen wir so eine Skorpion ist dahinter auch noch. Ja, ich hab den Skorpion getroffen. Ich knuff den mal an. Oh, mit dem kannst du sprechen. Deswegen waren meine Pfeile wirkungslos. Scheilt auf irgendwas. Come, come to me. You have nothing to fear of me, human. Trank der Mitternachtstaufe. Ich hab einfach mal eingetaucht. I would like to talk. Ich hab da gleich mehrere gekauft. Is my appearance repellent to you, human? Your kind find no kinship in the unnatural. My brother in peace, he summoned me from the misty lands. We are bound by flesh, blood, and our kinship with Jebar Sarg. But Impisi asked of me power that could not be given. He took my silence for disobedience and drove me forth from his camp in a wrath. I simply wish to return to my realm, but Impisi will not allow it because he thinks I am withholding information. Ja, war ja sehr interessant. If I could simply kill Impisi to secure passage to my realm, I would do it. But the incantations that he spoke bind us as one, tied together by invisible threads. His thoughts are my thoughts.
If he is struck, I am bruised. If I am cut, he bleeds. There must be a severing of ties if I am to find my way back. I will wander here, human, until I can return. Was ist hier? Kann man hier rein? Ach, das ist wahrscheinlich dann der Eingang in seinen Heimatgruft-Dings. Also hier ist gar kein Eingang, das verschüttet euch. Ja, für ihn dann halt. So. Warte, irgendwas ist hier? Irgendwo kommt was. Ja, Skorpion. Ach da! Klein und putzig. Na, Schlange links. Skorpion hinter dir. Hui. Ah. Wo war Skorpion? Ich glaube oben. Ja. Ich glaube hier oben ist eine Safari-Flagge. Hm. Oder? Nee, das ist eine Bärenkralle. Oder gehört das noch zu dieser Basis, wo wir gerade waren? Das sind keine Ahnung, aber schau mal, da stehen ganz viele Leute. Eins, zwei, oh. Ob die nett sind? Willst du mal fragen? Wenn ich schnell gerannt komme, dann... Oder ich springe hier einfach runter, dann... Ich glaube, runterspringen ist das Einfachste. Weil ich Nein, sie sind nicht nett! Okay. Ich springe. Ah, ist nicht tief gewesen. Oh, was bist du hier für ein Feuerkessel? Nicht wirklich rein. Hm? Nee. Ja, ich schaue hier gerade so rum. Stimmt, hier ist eine Sackgasse. Okay, die Bärenkralle sind nicht nett. Ah, hier kann man so cool durchgehen. Das ist ein Stargate? Also, etwas mit so großem Eingang und so langer Treppe kann nichts Gutes heißen. Nee. Aber gucken wir mal. Ist ja ganz schön gigantomanisch hier alles. Muss man da wieder jemanden opfern? Ich habe nichts gesehen, so von Geistern. Sonst helfen einem ja bei sowas Geister, wenn man was Spezielles machen soll. Oh, ich sehe andere Bäume. Wir sind auf jeden Fall durch E8 durch. Ja. Wir sind jetzt in ein anderes Gebiet. Das ist auch eher ein Gebiet, wo ich sagen würde, hier gibt's Wölfe. Hm.
Hier könnte man langsam mal überlegen, vorsichtshalber ein. Das sind auf jeden Fall Wildschweine. So von wegen Schweinefleisch. Was bist du denn jetzt? Ich bin zur Seite gelaufen, so rechts. Aber ich bin am Überlegen, dass man hier vielleicht langsam mal nochmal eine Bettrolle irgendwie sich hin tut. Ich kann ja mal gucken, wie stark so ein Wildschwein ist. Ich locke mal eins an. Mach das. Sind doch bestimmt Aggro. Das nächste? Dann kannst du das gleich mal mit dem Dings machen, mit dem Häute. Ja, das Häutemesser ist aber fast im allerwertesten. Ups. Ich hab sonst Stahl und Leder mit. Stoßzähne und Fell habe ich bekommen. Oh, Fell ist gut, weil damit kann ich Pinsel machen und damit kann ich uns Deko-Zeug machen. Ja, Deko-Zeug! Darauf hat die Welt gewartet. Deko-Zeug. Ich wollte noch ein bisschen Schweinefleisch haben. Oh, was ist denn da? Das noch so eins. Das sind noch zwei. Oh, da ist ein großes. Da ist ein ganz großes. Ein Masterschwein. Ein Bosswildschwein. Oh. Links. Ja, lock's mal an. Das Masterschwein. Da willst du ewig leben? Okay, da ist. Warte, lass uns erstmal hier diese Schweine da erledigen. Dann können wir uns nämlich auf diesen Felsen da zurück. Oh, Felsenwildschweine. Hier regnet's ja. Dazu machen wir eine wunderbare, zarte Pfefferminzsoße. Die Wildschweine, die wir gerade hatten, reichen ja gerade mal nur für Obelix. So, dann gehen wir mal auf diesen Felsen. Da muss ich mal meinen Bogen rauskramen. Ich weiß nicht, ob ich mal Pfeile habe. Das ist weit weg. Mal gucken, ob ich es treffe. Oh, ich habe sogar zwei Bögen dabei. Es kommt. Ich habe genau zwei Pfeile. Ich habe mich perfekt vorbereitet für die Jagd. Keine Pfeile mehr. Habe ich Knochen? Ne, ich habe Arme. Sehe nichts. Ich kann dir Licht machen, das kann ich. Viel besser, danke schön. Wird dir angezeigt, wie viel das Wildschwein noch hat? Fast zur Hälfte runter. Ah gut, dann gehe ich runter. Aber sehe ich ja gar nichts. Ah, dann. Ihr kämpft, ich gucke. Viertel. Du machst ein schönes Bild, ne? Ja, was soll ich machen? Nee, ich meine, das... Ja,
Aber wenn ich das Licht ausmache, siehst du ja wieder nichts. So, du kannst mal mit der Axt da vielleicht rangehen. Vielleicht kriegst du ja einen Bosskopf. Kann ich machen, wird aber, glaube ich, nicht der Fall sein, weil es ja kein Boss ist. Aber ich mach's trotzdem mal. Ne, kleines Schweinchen? Tierhaut, Wildschweinkopf. Aber normale Wildschweinkopf nur? Oh. Rohes Schweinefleisch. Ja, habe ich auch. Jetzt brauchen wir nur noch die Wölfchen dazu. Es war einfach ein Wildschweinkopf. Boah, Wölfchen habe ich bisher nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Und der Eingang, wo es da hingeht, der war auch in der 8 wohl. Wir sind jetzt schon in E9. Ja, sogar schon Mitte E9. Oh, Gärmittel. Hier ist ein Pflanzenfaser. Ah, hier ist es ja irgendwie dunkler als bei uns. Wirkt so, ne? Ich habe einen Wolf gehört. Okay. In die Richtung. Das ist irgendein Reh. Oder ein Hirsch. Oder war es in diese Richtung? Oh ja. Komm. Jetzt habe ich ihn auch gehört. Teufelsunterschlupf. Hm. Die Sonne könnte mal langsam aufgehen. Oh, hier geht's tief runter. Das ist der Teufelsunterschlupf bestimmt. Was wolltest du nochmal vom Wolf haben? Fell oder? Nein, ein Babywolf. Ja, wir können doch. Wir mussten aber zur alten Basis gehen, weil in der neuen Basis können wir die noch gar nicht. Scheiße, stimmt. Na gut, dann geht man halt zur alten Basis. Oh, da sind Wölfe. Ja, du wirst gerade angegriffen. Warum grenzt du runter? Willst du nicht kämpfen? Mach mal Licht an. Oder du gehst runter. Böser, böser Wolf. Hinter dir ist noch einer. Aber die sind doch schon ein bisschen stärker. Boah, wie viel. Alter, da kannst du ja draufhämmern, ey. Also einen habe ich gerade mal gekillt und der hat mich aber ganz schön verletzt. Ah, jetzt kriegen wir wenigstens mal Licht hier. Siehst du wenigstens Babywolf? Ich sehe nur zwei normale. Normale. Ich sehe drei normale. Drei normale ist schlechter als zwei normale. Links sehe ich auch nochmal zwei. Vier insgesamt. Fünf. Aber ich sehe keinen Babywolf. Ich auch nicht. Wollen wir an die vorbei? Ich bin hier hoch. Wo bist du denn? Ich habe hier Licht angemacht. Ach, da sehe ich dich. Ach, du kämpfst gerade gegen Wolf? Hm. Sind die da hochgekommen? Ja, hier an der Seite konnte man lang gehen. Ey, du Sack! Scheiß Wolf. Ich will auch rein.
Da ist, glaube ich, ein Babywolf. Nee, doch nicht. Ein normaler Wolf. Jetzt sind sie wieder zwei. Das ist nicht einfach. Dann bricht er bei mir die ganze Zeit die Rüstung durch. Jetzt mache ich das selber bei ihm auch mal hier. Kleine Sacknaht. Oh, der hat den auch gleich zwei. Verdammt. Nee, die Rüstung durchbrechen ist scheiße. Ich könnte noch Wolfsverstärkung gebrauchen. Bin da. Boah, hat er mich noch erwischt. So. Meine letzten Tränke sind jetzt auch weg. So, die haben da so hingeguckt. Also ich möchte jetzt nicht mehr gegen einen Wolf kämpfen. Schade, ich dachte, hier ist vielleicht ein Wolfspapi. Da sind auch noch welche. Ja. Einer kommt auch auf uns zu. So langsam, noch nicht im Angriffsmodus. Hm. Das sind keine Löwen, oder? Wölfe. Ich dachte, das sah aus wie ein Löwe gerade, meine ich. Nur ein Grau. Gehen wir hier mal kurz hoch. Das sind Wölfies. Alles normale, würde ich sagen. Ja. Ah, ich habe ein Baby, ich habe ein Baby und hier ist auch jemand, der das Baby beschützen möchte. Ja, super, ich habe auch einen. Was denn? Ist der gerade auf mich zu und dann hat die nach oben geglitscht? Scheiße, ich bin überlastet. Ja, und es sind zwei. Mama mia, so. So. Ich hab einen Wolf. Ja, ich hab wieder auch einen zweiten Wolf, den du angelockt hast. Ah. Hier ist noch so eine Wolfshöhle oder sowas. Mhm. Nee, hätte sein können. Nee, ist keine Höhle, aber. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen ganz großen Umweg um die Wölfe. Ja. Ich weiß gar nicht, ob rechts rum besser ist als links rum. Ich möchte nämlich gar keine mehr anlocken. Also für einen Weg in die alte Basis wäre, glaube ich, links rum fast klüger. Ja, nochmal durch die ganzen Wölfe vorbei, weil hier rechts sehe ich keinen einzigen. Ja, dann gehen wir rechts rum. Weil ich habe nur noch Fleisch. Wenn ich dann von einem hart gefickt werde, kann ich also sterben. Ich habe noch ganz viel zu futtern. Ich kann dir was geben. Ja, ich habe auch Fleisch zu essen, aber das heilt ja nicht so stark wie ein Aloe Vera. Ich habe auch noch drei Aloe Tränke. Aber ich muss es jetzt nicht hinaus herausfordern. So kommen wir doch viel schneller vorbei, als wenn wir dann noch an den Wölfen da lang gehen und noch einen anlocken. Ich kann auf jeden Fall nichts mehr nehmen. Ich bin zu 99% gefüllt. Was sagt denn eigentlich die Zeit? Ja, Zeit sagt schon Feierabend. Okay, ja, der abenteuerliche Rückweg, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ja, oder wir gehen erstmal... Ja, können wir auch machen. Gut, gut, dann... Abonnieren nicht vergessen, liken, kommentieren und
haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.